bin auf dem Bilsterberg und habe die rote Jacke gegen den Rennoverall getauscht, darf ins Cockpit des BMW M6 GT3 steigen. Der Bilsterberg ist nicht die Nordschleife, aber auch sehr, sehr anspruchsvoll. Ich bin gespannt, wie sich dieses große Auto hier verhält. Der GT3 ist noch breiter als der Serien M6, 2 Meter. Die Außenhaut besteht aus Kohlefaser, 5 Meter Länge und in den 3 Meter Radstand passt locker ein Smart. Der Carbonflügel presst den Brocken auf den Boden. Das Rennfahrerwohnzimmer mit enger Schale und kleinem Lenkrad, dazu die stehenden Pedale, mehr Motorsport braucht es nicht. Per Druckluft-Hebeanlage senkt sich der GT3 ab. Schon das fühlt sich cool an. Oh, er ist an. Mein Herz schlägt im Takt des wummernden V8. Wow, was ein Schiff! Was ein fliegendes Schiff! Endlich darf ich aufs Gas. Fühlt sich aber erstmal ziemlich unbeholfen an. Ich gewöhne mich dennoch schnell an den M6. Es ist wirklich ganz einfach. Geil! Vollgas. Im Rennauto gibt's eben keine halben Sachen. Es scheppert und dröhnt im Cockpit. Genauso mag ich das. Boah. Und das Bremspedal ist richtig hart. Das ist richtig Arbeit, da in die Bremse zu treten. Mir wackeln die Beine, sag ich. Mir wackeln die Knie, wie dieses Monster hier anschiebt. Ich habe noch nie weiche Knie in einem Auto gehabt. Jetzt gerade habe ich welche. Boah. Geil. Mehr als geil fällt mir nicht ein. Dieses Gerät legt meine Gedanken lahm. Das war meine erste Runde im BMW M6 GT3. Wow. Ich bin platt und mein erstes Ziel ist erreicht. Der BMW und ich rollen in einem Stück zurück an die Box. Wie gut es wirklich war, zeigt sich jetzt. Bremskraft, Gaspedalstellung, G-Kräfte, alles wurde aufgezeichnet. Willkommen zur Datenanalyse. Erzähl mir mal, was du richtig gemacht hast und was du falsch gemacht hast. Aber so verkehrt sieht es gar nicht aus. Ich sehe nur grüne und rote Linien und... Genau. So, sonst nichts. Runde von Martin ist der rote. Und deine gerade gefahrene schnellste Runde von deinem Outing ist der grüne. So, wenn wir das miteinander vergleichen. Eins, was auffällt, du warst überall noch ein bisschen zu früh mit Bremsen. So in alle starke Bremspunkte, so Turn 1, hier vor der Schnelle links, in der Kurzanbindung, wenn du hier wieder umdrehst, da warst du im ersten Gang, das zweite Gang bist du im ersten Gang, bremst du das Auto zu weit runter. Dann schauen wir mal, was in den nächsten 5 Runden kommt. Genau. Also ganz einfach, mehr Gas und später bremsen. So leicht soll's sein. Man muss sich eben nur überwinden. Denn wenn man zu langsam ist, ist meist nicht das Auto schuld. Das Problem hockt hinter dem Lenkrad. Ah, da kann ich noch früher aufs Gas, habe ich gemerkt. Man muss sich wirklich an die Aerodynamik gewöhnen. So ein Abtrieb, das kennt man aus normalen Autos wirklich nicht. Das heißt, das Auto wird wirklich von der Luft an den Boden gepresst und man kann viel schneller fahren, viel, viel schneller fahren, als man denkt. Zum Denken bleibt mir aber nicht viel Zeit. Über 200 km/h sind auf der kurzen Strecke locker drin. Heckdiffusor und geschlossener Unterboden erledigen den Rest. Der M6 klebt am Asphalt. Ein Fahrgefühl, das sich einfach nicht mit Worten beschreiben lässt. Klingt abgedroschen, ist aber so. Oh, das ist schon meine letzte Runde. Schade. Schön war's. Und das könnte ich den ganzen Tag machen. Leerlauf.
Roter aus. Geil. Der 4,2 Kilometer lange Racetrack in Misano. Es bollert. Schnelle Hände sind gefragt. Regen überflutet die Strecke. Gleich zwei große Herausforderungen.